Das ist Ihre Unternehmensstruktur. Sie haben eine Holding GmbH, Sie haben eine Immobilien GmbH und Sie haben eine operative Gesellschaft. Die operative Gesellschaft macht nun erhebliche Gewinne und zahlt darauf ja ungefähr 30% Steuern. Und hier ist die Immobilien GmbH, die vermietet die Immobilie hier rüber. Das ziehen Sie nun hier als Betriebsausgabe ab. Sie sparen dann bei den Gewinnen 30%, müssen die Mieteinnahmen hier nur mit 15% versteuern. Klar, das sind so übliche und gängige Strukturen, die kann man nutzen. Wie man das nun weiter optimieren kann und ein langfristig geiles Gestaltungskonzept mit Immobilien hierauf aufbauen kann, das erkläre ich Ihnen heute in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater hier in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und natürlich, wir machen sehr viele Holdingstrukturen, wir machen sehr viele Immobiliengesellschaften und auch sehr viel Immobiliensteuerrecht. Wenn Sie das Thema Immobiliensteuerrecht interessiert und das Thema Holdinggesellschaften, abonnieren Sie unbedingt unseren YouTube-Kanal hier und aktivieren Sie auch unten einmal die Glocke. Und jetzt haben wir die Situation, dass Sie entweder ja Ihren Geschäftsbetrieb erweitern, neue, weitere Geschäftsimmobilien benötigen oder dass Sie ja Geld haben und das Geld investieren wollen für zum Beispiel Vermietungsobjekte, Sie an fremde Dritte vermieten. Und jetzt überlegen Sie, wo positionieren Sie die neue Immobilie? In der operativen Gesellschaft dort auf keinen Fall, da zahlen Sie 30% Steuern. In der Holdinggesellschaften, ja, das wäre möglich, da könnte man auch reduzieren auf nur 15%. Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer kürzen, finden wir nicht so cool in der Beratungspraxis. Da ist die Immobiliengesellschaft schon deutlich besser. Aber auch das empfehlen wir Ihnen nicht. Die nächste Immobilie kaufen Sie zusammen mit einem Geschäftspartner, Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau. Und zwar gründen Sie dafür eine weitere Gesellschaft. Und zwar gründen Sie diesmal eine OHG. An dieser OHG sind Sie zusammen mit Ihrem Ehemann, Ehefrau, Geschäftspartner 50-50 beteiligt, 90-10. Wenn Sie wollen, geht aber auch 99-1% oder 99,999-0,0001%. Da sind Sie flexibel. Die Immobilie kaufen Sie nun hier rein. Und jetzt können Sie die Immobilie erstens an fremde Dritte vermieten oder zweitens Sie vermieten die hier an Ihre eigene operative Gesellschaft. Auch hier können Sie wieder Betriebsausgaben abziehen auf Ebene der operativen Gesellschaft und versteuern die hier auf Ebene der OHG. Wenn Sie an Ihre eigene operative Gesellschaft vermieten, ist es super wichtig, dass Sie die Struktur so wählen. Dann ist es auch super wichtig, dass Ihr Mitgesellschafter, der 1% Gesellschafter, ein vollwertiges Stimmrecht hat, also genauso viel Stimmrechte hat wie Sie und Sie Ihren Willen trotz der 99% nicht durchsetzen können. Warum machen wir das in der Praxis? Weil sonst eine sogenannte Betriebsaufspaltung entsteht. Also wenn Sie die Immobilie einfach hier kaufen und vermieten an einer der GmbHs, dann entsteht eine sogenannte Betriebsaufspaltung. Das wäre eine mittelgroße Katastrophe. Was eine Betriebsaufspaltung ist, habe ich bereits Videos zu gemacht, verlinke ich Ihnen hier oben. Also, zur Meinung der Betriebsaufspaltung unbedingt eine Personengesellschaft gründen. GbR, OAG, KG. Warum die OAG Vorteile hat, erkläre ich Ihnen gleich. Sie vermieten die. Die Mieteinnahmen müssen Sie ganz normal versteuern. Ja, ich weiß, Sie haben ganz normale Vermietungseinkünfte und zahlen hierauf quasi bis zu 45% plus Soli, Kirchensteuer, also fast 50% Steuern. Also sehr viel. Das ist ein gewisser Nachteil für 10 Jahre. Nach Ablauf der 10 Jahre haben Sie einen großen Vorteil. Sie können die Immobilie dann steuerfrei verkaufen. Malen wir es mal auf. Sie haben die Immobilie für 100 Geldeinheiten gekauft, schreiben die über die Jahre hier ab. Das ist die Timeline. Das ist der Buchwert. Aber in Wirklichkeit ist der Buchwert gestiegen. Und wenn Sie es nun für diesen Wert hier, zum Beispiel für 150 Geldeinheiten verkaufen, ist der Veräußerungsgewinn zwischen Buchwert und Veräußerungspreis steuerfrei. Nach Ablauf von 10 Jahren, so steht es in § 23, privates Veräußerungsgeschäft. Und das ist hier bei einer GbR, OAG und KG in der Tat möglich. Sollte jetzt jemand sagen, eine OAG hat immer gewerbliche Einkünfte, der liegt falsch. Auch die OAG hat hier an dieser Stelle vermögensverwaltende Einkünfte. Das funktioniert also soweit sehr gut. Und was ist jetzt der Gestaltungsfall? Naja, Sie müssen berücksichtigen, wie läuft denn Ihr operatives Business? Sie machen hier 100 Geldeinheiten Gewinn, zahlen 30% Steuern, bleiben 70 netto. Die 70 schütten Sie aus auf Ebene der Holdinggesellschaften und sparen sich hier, da müssen Sie nochmal 1,5% Steuern zahlen, aber quasi die kompletten 70 an. In der Immobilien GmbH haben Sie auch 100 Gewinn, ne? Zahlen 15 Steuern, sind 85 netto, schütten die 85 aus, haben Sie das Geld auch schon mal hier oben drin. Das machen Sie nun Jahr für Jahr. Und nach 10 Jahren hängen wir überall noch eine Null dran, ja, haben Sie umso mehr netto auf privater Ebene. Statt 70 und 85 haben Sie dann an dieser Stelle 155, ja, 1,55 Millionen oder was auch immer. Also extrem viel Geld auf Ebene der Holdinggesellschaft.
Ja, das könnten Sie jetzt ausschütten auf privater Ebene, aber dann würde Kapitalertragssteuer anfallen. 25%. Und die meisten Mandanten fragen mich, wie kann man das dann verändern? Und dann werde ich im Jahr 2035 sagen, naja, lieber Mandant, es wäre besser gewesen, du hättest im Jahr 2023, im Jahr 2024 oder im Jahr 2025 die Struktur gewählt mit dieser roten OHG. Fragt mich der Mandant, warum? Dann sage ich, pass auf, lieber Mandant, wir gehen nun hin und du verkaufst von deinen 99% 89% an die Holdinggesellschaft. Wie sieht die Struktur dann aus? Dann ist die OHG hier unten, die hat die große Immobilie, die wird zum Beispiel an diese Operation Company vermietet oder an fremde Dritte, da sind sie flexibel. 89% gehört der Holdinggesellschaft, 1% gehört dem fremden Dritten oder der Ehefrau und Sie haben jetzt hier, das ist ein bisschen unschön, aber das geht, auch 10%. Und was haben Sie noch? Sie haben nun eine Kaufpreisforderung aus dem Verkauf von 89% gegen Ihre eigene Holdinggesellschaft. Das heißt, Ihre Holdinggesellschaft schuldet Ihnen jetzt diesen Geldbetrag und zwar darauf 89%. Da haben wir eben gesagt, das sind 150, also 150.000, 150 Millionen, was auch immer. Sagen wir mal 150 Millionen, ja. Und schon können Sie sich 150 Millionen Euro steuerfrei aus der Holdinggesellschaft rausholen und somit Ihre 1,55 Millionen, was auch immer, steuerfrei auf Ihre private Ebene zahlen, ohne dass Sie für diese Auszahlung von diesen, weiß ich, 150 Millionen irgendeine Steuer zu zahlen hätten. Die Frage, die da vom Mandanten immer kommt, ist, funktioniert das ohne Grunderwerbsteuer? Sage ich ja, weil wir haben ja nur 89% übertragen. Also an dieser Stelle keine Grunderwerbsteuer. Wir haben keine Immobilie verkauft, sondern wir haben eine Immobilienpersonengesellschaft verkauft. Und das können wir bis 89% ohne Grunderwerbsteuer machen. Das ist der sogenannte Vorteil bei Share-Deal-Transaktionen. Share-Deal-Transaktionen, dazu habe ich auch schon das eine oder andere Video gemacht, das verlinke ich hier oben. Also keine Grunderwerbsteuer an dieser Stelle. Die zweite Frage, die kommt, muss ich den Gewinn nicht versteuern? Nein, ist ja steuerfrei. Wir haben ja 10 Jahre gewartet, ja, bis zum Jahr 2035, also sogar 12 Jahre oder 13 Jahre gewartet vom Jahr 2022, 2023 und so weiter und so fort. Die nächste Frage, die kommt, ist, wie muss ich denn hier Einnahmen versteuern? Naja, die Einnahmen, die du nun in dieser OAG machst, fließen ja zu 89% in eine Holdinggesellschaft rein und werden dort nur mit 15% Körperschaftsteuer besteuert, die Gewinne, die dort reinfließen. Das ist also Vorteil 1, den ich weiterhin habe. Ich habe 15% Steuern. Vorteil 2, ich kann 3% Abschreibung nutzen, weil es ja nun in einem Unternehmensvermögen, wo das positioniert ist, zumindest zu 89%. Und Vorteil 3, den haben wir bereits besprochen, ich kann über die Forderung das ganze Geld nun da rausholen, den Geldsack, den ich Jahre und Jahrzehnte lang angespart habe. Und Vorteil 4 ist natürlich an dieser Stelle, dass ich nochmal komplett eine neue Bemessungsgrundlage bei der Abschreibung habe. Ich kann also nochmal komplett neu abschreiben. Ich schreibe hier oben nun komplett von diesem höheren Wert von 150 Geldeinheiten bei der Immobiliengesellschaft ab. Und naja, Vorteil 5, ich kann auch noch eine Immobilien GmbH daraus machen, indem ich eine OAG formwechsel in eine GmbH und dann habe ich eine richtig schöne Struktur mit einer zweiten Immobilien GmbH unter meiner operativen GmbH positioniert. Dieser Formwechsel funktioniert ohne Grunderwerbsteuer, der funktioniert auch ohne Ertragssteuer, ohne Körperschaftsteuer und ohne Einkommensteuer. Und den Formwechsel können Sie nicht mit einer GbR machen, sondern den können Sie nur mit einer OHG machen. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt auch an dieser Stelle erklärt, warum es empfehlenswert ist, dass das eine OHG ist, weil eine OHG können Sie ganz einfach formwechseln in eine Immobilien GmbH. Ja, meine Damen, meine Herren, das war es zum Thema Immobiliensteuerrecht, Gesamtkonzept bei Holdingstrukturen und neuen Immobilien, die Sie dazu kaufen. Wenn Sie das interessiert, abonnieren Sie unbedingt diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke und ja, hier unsere Kontaktdaten, wenn wir Sie beraten dürfen zum Thema Immobiliensteuerrecht und Holdingstrukturen.